Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zur neuen Folge der FIFA 21 FC Erzgebirge Aue Karriere. Heute haben wir die restliche Transferphase, dann werden wir gegen Leipzig und gegen Borussia Dortmund in die normale Simulation reingehen. Ihr seht schon, der SC Braga ist unser Champions League Gegner und da denke ich, werden wir eh weiterkommen. Dann wie gesagt Leipzig, Dortmund, Normalsimulation, dann Gladbach spielen wir selber, dann Köln, Hoffenheim, Braga und hier auch die Hertha, genauso wie Wolfsburg. Gehen wir dann auch nochmal in die Schnellsimulation rein. Ich habe von Nils Faller den Kommentar bekommen, wir können doch Virgil van Dijk holen. Im Tausch würde ich mit Diego Carlos das schon machen, wenn es halt vom Geld reichen würde. Ich würde mal sagen, wir gehen mal rein und mal schauen, wie viel Liverpool haben möchte. Mit Van Dijk muss Jürgen Klopp ein bisschen nachdenken, aber ich denke auch nicht, dass es klappen wird. Es wird echt schwierig, weil eben Diego Carlos uns halt 7 Monate wegfällt. Und da macht es halt keinen Sinn, da würde ich halt vielleicht einholen, der ein bisschen schwächer wäre. Aber da kann ich halt Diego Carlos diesen Tausch anbieten, ne? Würde ich einfach starten, starten wir so rein hier in das Spiel gegen RB Leipzig in die normale Simulation war das. Mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Sieg holen können. Und dann kurz vor der Halbzeit Brian Brobe mit dem 0:1 für uns. Und dann in der 61. Minute Nunes mit dem Ausgleichstreffer. Super, dann in der 70. Minute geht Leipzig in Führung. Dann greife ich nochmal ein und versuche vielleicht noch den Ausgleichstreffer zu schießen. Ja, und dann kommen jetzt Leipzig mit Darwin. In der 80. Spielminute, damit verlieren wir gegen Leipzig, können zum Endergebnis springen und wir verlieren mit 3:1. Dann sehen wir, Maxim Peters wechselt für eine Kurzzeit zum SSC Neapel, dann sehen wir über das Spiel gegen Gladbach. Und dann würde ich auch sagen, starten wir mit der besten Elf rein, abgesehen halt eben von Diego Carlos. Dann rein in das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Dortmund ist ein Punkt vor uns, wir schauen mal ganz kurz das Team von Gladbach an. Andrade am Tor, Chilwell, Cook, Kabak und Valeri in der Abwehr. Thuram, Zakaria, Merino, Quisera im Mittelfeld. Und Luke Bakio und eben vorne Rebic, würde ich sagen, starten wir rein. Und da ist Soboschlei, muss den Ball weiterspielen zu Brian Broby. Der kommt da gut durch, das hat er stark gemacht, Brian Broby, 19. Spielminute. Wir gehen mit 1:0 in Führung. Das ist sehr, sehr wichtig, hier im eigenen Stadion in Führung zu gehen, nachdem wir gegen Leipzig 3:1 richtig peinlich verloren haben. Kommt dann Brian Broby, da war irgendwie die ganze Innenverteidigung offen, ne? Bei Gladbach, wie wir hier sehen. Und dann setzt er sich hier gut durch gegen den einen Abwehrspieler und dann macht er ihn halt einfach rein. Ja, und damit gehen wir mit 1:0 in Führung. Vorbei den Ball an Andrada. 12. Tor für Brian Broby. Damit führen wir mit 1:0. Greenwood spielt den Ball hier durch zu Dominik Soboschlei. Der Ball muss weiter zu Brian Broby. Du darfst ihn gerne reinschießen. 24. Minute. Brian Broby mit seinem Doppelpack. Ich habe auch gerade eben gesehen, dass Rubio reingekommen ist für... wer ist das nochmal reingekommen? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Genau, Luke Bacchio bei Gladbach. Die haben ihn schon gewechselt. Keine Ahnung warum. Entweder verletzt oder... taktisch, wobei das glaube ich gar nicht übergibt, dass sie taktisch wechseln würden. Aber hier Brian Broby sieht man, wie er den Ball hier einfach nur wunderschön reinhaut mit voller Wucht ins Eck. Da keine Chance für Andrada zum zweiten Mal. Und damit gehen wir hier mit 2:0 Führung. 13. Tor für Brian Broby. Und da ist Thuram, das haben wir schlecht gemacht mit Malik Chow. Und dann kommen sie in der 38. Minute zum Anschlusstreffer. Das war mir klar, dass das passiert, weil wir halt eben den Ball da hinten nicht rauskriegen. Und dann, ja... kommt halt wieder FIFA und dann macht Thuram ihn rein, damit steht es noch 2:1. Dominik Soboschlei, zieh einfach durch, das macht er gut. Ich will das 3:1 machen, bevor Gladbach noch das 2:2 macht. Und wir machen auch das 3:1 hier in der 69. Spielminute. Ganz, ganz wichtig zur erneuten 2-Tore-Führung. Wir bringen aber Musiala für Tyler Adams. Sie sehen es ja nochmal wunderschön, hat er das gemacht. Schießt ins Eck, lässt dann Andrada keine Chance. 10. Tor für Dominik Soboschlei und damit denke ich, haben wir eine komfortable Führung. Außer Gladbach schießt gleich wieder das 3:2, was ich denken könnte. Nein, jetzt faulen wir noch den Gladbacher. Das haben wir da so klar, Pierre-Emil Højbjerg. Aber das ist eh die 87. Spielminute. Das bedeutet, der kommt Chalobanum für Højbjerg. Das bedeutet, wenn sie es 3:2 machen, dann wäre es gar nicht so schlimm. Dann machen sie es auch 3:2, aber ich denke, die letzten 3 Minuten würde ich kein Gegentor mehr kassieren. Der Schiri zeigt eine Minute an. Kokanicianos Spiel schießt den Ball weg. Wir gewinnen gegen Gladbach mit 3:2. Dann sehen wir, Stefanio hat uns verlassen zu Bielefeld 4,65 Millionen und Aigner hat uns nochmal verliehen für 2 Jahre zu Tulte Waregem. Und Leute, um Diego Carlos wegzukriegen, muss ich das machen. Wir müssen Kalidou Koulibaly holen von Newcastle für halt eben nur im Tauschgeschäft Diego Carlos. Ist vom Wert her genau gleich. Koulibaly ist so 2 Jahre älter, aber 2 Gesamtstecken besser. Würde ich sagen, versuchen wir ihn uns zu holen. Ich biete ihm 100.000 Gehalt und das sollte er hoffentlich akzeptieren. Das hat er und damit haben wir einen neuen Innenverteidiger mit Kalidou Koulibaly. Ist es die einzige Lösung, die wir noch machen können, um halt eben irgendwie Diego Carlos wegzukriegen, weil 7 Monate, das ist mir halt viel zu lang.
Und da macht es auch keinen Sinn, irgendwie hier zu behalten. Und damit haben wir Kalidou Koulibaly, einen neuen Innenverteidiger. Damit haben wir jetzt auch Thiago und Kukanicianu. Das passt. Und dann würde ich sagen, können wir so die Transferphase beenden. Nächstes Spiel gegen Köln, die sind auf Platz 13. Borussia Dortmund ist jetzt 4 Punkte vor uns. Wir müssen hier eigentlich gewinnen, um da noch dran zu bleiben. Wir verlieren gegen Köln mit 3:1. Zefuik, die jungen Promise treffen bei uns, trifft Luis Diaz. Dann in das Spiel gegen Dortmund gehen wir in die normale Simulation rein. Wir sehen Dortmund mit Lehn im Tor, Alexandro Torres, Christensen und Masraoui in der Abwehr. Bowen, Brandt, Koopmeiners, Palacios und Sancho im Mittelfeld, Haaland vorne. Die bleiben halt da, weil die halt eben viel zu teuer sind. Würde ich sagen, starten wir in die normale Simulation rein. Und Dortmund geht in der 9. Minute mit Sancho mit 1:0 in Führung. Und dann in der 23. Minute Joao Cancelo mit dem Ausgleichstreffer. 28. Minute Erling Haaland mit einem 2:1 für Dortmund. 43. Minute Tyler Adams mit einem 2:2. 61. Minute Erling Haaland mit einem 3:2 für Dortmund. Damit greife ich ein und versuche vielleicht auch den Unschieden zu holen. Der Sherry pfeift das Spiel, wir verlieren gegen Dortmund mit 3:2. Gegen Hoffenheim starten wir auch in die Schnellsimulation rein. Ich habe keine Hoffnung, ich sage lieber nichts. Wahrscheinlich werden wir auch verlieren. Dann haben wir irgendwie jedes Spiel in dieser Folge verloren und wir gewinnen damit mit 2:1. Go trifft bei Hoffenheim bei uns Luis Diaz und Joao Cancelo. Champions League Achtelfinale gegen SC Praga. Und wenn wir hier rausfliegen, dann werde ich nie wieder Videos aufnehmen. Nein, Quatsch. Aber das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen. Das kann nicht sein, dass wir hier rausfliegen. Wir gewinnen mit 2:0. Brian Brobe im Doppelpack. Nächstes Spiel gegen Hertha, die sind auf Platz 4. Da starten wir auch in die Schnellsimulation rein. Und mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Sieg holen könnten. Das wäre schon wichtig. Wir gewinnen mit 2:1. Cash trifft bei Hertha, bei uns Greenwood und Luis Diaz. Dann auch gegen Wolfsburg können wir die Schnellsimulation starten, auch wenn die direkt hinter uns sind. Da haben wir eigentlich, glaube ich, das viel bessere Team eigentlich. FIFA kann alles passieren. Wir gewinnen mit 1:0. Luis Diaz trifft in der 61. Spielminute. Bayern ist nicht mal in den Top 6, die sind auf Platz 7. Hier können wir natürlich auch in die Schnellsimulation reinstarten, wobei die eigentlich ein gutes Team haben, weil sie nicht, ob die auf Platz 7 sind. Wir verlieren mit 1:0. Serge Gnabry in der 66. Spielminute mit Siegtreffer. Dann würde ich sagen, machen wir das Spiel noch gegen Leverkusen und dann nochmal gegen Praga in der Champions League. Gehen wir hier in die Schnellsimulation rein und mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Sieg holen können. Wir gewinnen mit 2:1. Luis Diaz und Soboschlei treffen bei Leverkusen. Florian Wirtz. Spiel gegen den SC Praga. Ich habe auch gesehen, danach kommt Freiburg. Würde ich sagen, können wir das auch nochmal mitnehmen. Ja, es sind halt viele Spiele, die wir simulieren können hier gegen Praga. Also wenn wir jetzt hier noch rausfliegen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, was hier los ist. Wir spielen 2:2, sind trotzdem weiter. Longman und Fabio treffen bei Praga, bei uns Joao Cancelo und Koulibaly. Dann auch gegen Freiburg, die auf Platz 11 sind, können wir hier in die Schnellsimulation reingehen. Das müsste eigentlich auch machbar sein, wobei man es weiß ja nie. Wir gewinnen 2:1, Wienick trifft bei Freiburg, bei uns Brian Broby doppelt. Und dann sehen wir die Achtelfinale, eben ist ja der Champions League. Inter Mailand verliert 3:1 gegen PSG, Dortmund verliert mit 3:4 gegen Neapel, Madrid gewinnt 4:1 gegen Ajax, City gewinnt 2:1 gegen Leipzig, Tottenham 5:2 gegen Lyon, Bayern kommt mit 3:2 gegen United weiter, wir mit 4:2 gegen Praga und Liverpool mit 5:0 gegen Florenz. Ich habe unsere Gegner schon gesehen. Es ist Paris Saint-Germain, von denen, die hier sind, mit einer der heftigsten Gegner. Neapel gegen Bayern, Real gegen Liverpool und City noch gegen Tottenham. Dann würde ich sagen, war's da von dieser Folge, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Hier könnt ihr die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.